Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Capital Beat, direkt aus Brüssel, dort, wo das Herz Europas schlägt. Und wir sind hier auch im Studio des Europäischen Parlaments. Und hier werden Entscheidungen gefällt, die betreffen uns alle. Und heute will ich reden mit Cornelia Ernst. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sie waren mal Landesvorsitzender der Linken in Sachsen und sitzen jetzt für die Linkspartei im Europäischen Parlament. Ja. Und beschäftigen sich mit Themen, die uns alle betreffen, nämlich mit Sicherheit. So ist es mit der sogenannten inneren Sicherheit. Und da gibt es eine große Vielfalt an Diskussionen und Entscheidungen im Europäischen Parlament. Da wird über die Europäische Grenzschutzagentur gesprochen mit dem Namen Frontex. Das klingt so nach Front. Ja, das ist auch klingt korrekt. Klingt so martialisch. Ja, es ist auch, denke ich, sehr richtig, diese Bezeichnung, weil diese Grenzschutzagentur ja gegründet wurde aus einem simplen Grund. Die sogenannte illegale Migration zu bekämpfen. Und dafür zu sorgen, dass möglichst in diese Festung Europa niemand eindringt, der nicht erwünscht ist, also illegal ist. Oder der vielleicht als Fachkraft elitär ausgesucht und erwünscht ist und kommen soll, aber doch nicht als Wirtschaftsflüchtling oder in anderer Weise Verfolgte. Also das möglichst abzusichern, dafür hat man eine Agentur geschaffen. Und da gibt es ein schönes Bild. Das sage ich mit einem gewissen Zynismus, wenn ich von schön spreche. Auf den Meeren ist in den letzten Jahren so gewesen, dass über die Absicherung per Schiff dafür gesorgt wurde, dass aus dem afrikanischen Raum keine Flüchtlinge nach Europa kommen. Und das dazu geführt hat, dass zahlreiche Menschen dort ihr Leben verloren haben. Stichwort Lampedusa. Stichwort Lampedusa, ja. Wo natürlich trotzdem viele Schiffe ankommen. Menschen aus Westafrika, wer sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass dort wirklich hundselende Lebensbedingungen existieren und dass selbstverständlich ein Teil der Familien versucht, Geld zusammenzulegen, um ihren Söhnen, meistens sind es junge Männer, die Möglichkeit zu gewähren, in Europa zu arbeiten und die Familie in Westafrika zu versorgen. Nur wir wollen sie nicht haben. Und dafür sorgt dann Frontex, habe ich Sie richtig verstanden? So ist es. Die sind in Lampedusa und sagen, jetzt registrieren wir euch mal und nach Möglichkeit schnell wieder zurück. So ist es, ganz genau. Und es gibt ja die sogenannte Drittstaatenregelung. Das heißt also, eine Regelung, die dafür sorgt, wenn jetzt zum Beispiel in Italien jemand ankommt und weiterreisen möchte nach Deutschland, kann er das tun, wenn er es illegal macht. Wenn er in Deutschland aufgegriffen wird und man hört, er war in Italien gewesen, wird er wieder zurückgeschoben. Und die Italiener haben praktisch die Last für sich allein. Und deshalb muss man natürlich auch nachdenken, wie geht man mit dem Flüchtlingsstrom sinnvoll um. Also die große Freizügigkeit in Europa gibt es nur für die eingeschriebenen EU-Bürger. Und alle, die hier rein wollen, für die sind die Grenzen zu. So ist es. Wenn sie nicht zufällig in Roma sind, da kann man durch Pech haben, auch innerhalb der EU, wie wir wissen, siehe Frankreich. Aber es ist in der Tat so, dass also Nicht-EU-Staatler, wenn die hierher kommen, natürlich in einer ganz anderen Situation sind. Das Stichwort Roma haben Sie schon gesagt, das liegt Ihnen ganz besonders am Herzen. Die meisten wissen gar nicht, dass wir große Volksgruppen von Roma noch haben innerhalb der EU. Erst wieder durch die Ausweisung oder durch die Abschiebung der Romas aus Frankreich, durch Sarkozy, ist uns das ins Blickfeld gerückt. Was ist denn da los in Europa? In Rumänien und in Ungarn werden die wie Aussätzige behandelt, habe ich manchmal den Eindruck. Das ist nicht ausreichend. Man kann wirklich sagen, dass die Roma in fast allen Ländern, also wirklich in fast allen Ländern Europas, an der untersten Kategorie der Lebensverhältnisse sich bewegen. Also im Vergleich auch zu anderen ethnischen Minderheiten. Und es ist die größte ethnische Minderheit und es ist im Übrigen die älteste auch in Europa. So lange wie diese ethnische Minderheit ist überhaupt keine Minderheit da, vergleichbar. Ja. Und insofern haben alle Länder das Problem, übrigens auch Deutschland. Natürlich leben in Deutschland seit vielen hundert Jahren auch Roma. Völlig integriert, vollkommen okay. Und dann ist eine zweite Roma-Generation hinzugekommen, die zum Beispiel aus dem Westbalkan geflüchtet sind. Kosovo, Mazedonien und dergleichen. Unter elenden Verhältnissen leben. Oder, Sie sprechen elende Verhältnisse in Deutschland. Nein, Sie leben unter elenden Verhältnissen in Deutschland. Nein, elende Verhältnisse in Mazedonien, auf dem Westbalkan und natürlich versuchen nun ihre Lebenslage zu verbessern. Unter anderem nach Deutschland kommen, zum Teil auch hier Verwandte haben, auch das muss man sehen. Also, dass man also auch verschiedene, sag ich mal, Kategorien von Roma hat, Alteingesessene, Neu hinzukommende
Und Deutschland schiebt kräftig ab, das muss man sagen. Ja, das ist meine Frage. Werden denn diese Roma, die aus Kosovo und Mazedonien kommen, werden die als Flüchtlinge behandelt, die man dann zurückschickt? Oder werden die, wenn die Asyl beantragen, als Asylanten beantragt? Tun sie das überhaupt? Oder wollen sie einfach mit ihren Familien zusammen sein? Ich meine, diese Probleme sind ja den wenigsten Deutschen bewusst. Genau so ist es. Es gibt ein Rückführungsabkommen, was Deutschland mit dem Kosovo, jetzt bleiben wir mal beim Kosovo, abgeschlossen hat, also einem Nicht-EU-Staat. Und ja, es hat natürlich in Massenabschiebungen gegeben. Und ich selbst war im Kosovo gewesen, habe mir das angeschaut. Ich habe also mit aus Deutschland abgeschobenen Menschen gesprochen. Mhm. Also zum Beispiel einer, der war 17 Jahre in Deutschland. Also der hat bei einer Autofirma gelernt, war qualifiziert. Ist später Kfz-Mechaniker gewesen. Und nur weil er Roma war, wurde er abgeschoben? Korrekt. Er ist nach Ethnie abgeschoben worden. Und ja, nun ist er halt im Kosovo. Und zwar völlig ohne irgendeine Perspektive, wenn man weiß, dass dort die Roma 95% Arbeitslosigkeit zu ertragen haben. Aber eben auch die andere Bevölkerung schlecht lebt. Ja. Also selbst die Albaner leben. Aber deswegen sind Sie ja auch im Europaparlament, damit hier europäische Lösungen gefunden werden. So ist es. Wie sehen denn die aus für die Zukunft? An welchen Lösungen arbeiten Sie? Also das Erste ist, wir brauchen eine einheitliche Roma-Strategie für Europa. Mit einheitlichen Standards, mit Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten für alle, für wirklich alle Mitgliedstaaten in gleicher Weise. Die Kommission ist da ein bisschen laxer. Sie sagt, wir wollen eigentlich so eine Art Rahmenstrategie haben und dann muss der Mitgliedstaat gucken, wie er sie umsetzt. Jeder macht seinen eigenen Kram. Ja, genau, das wollen wir natürlich nicht. Da gibt es sehr viel Druck aus dem Europäischen Parlament. Wir haben jetzt einen Bericht verabschiedet. Es wird demnächst also Kommissionsvorschläge geben zur Verbesserung der Situation von Roma in allen Bereichen. Bildung, Wohnen ist ein ganz großes Problem unter katastrophalen Wohnverhältnissen. Fast durchweg in Europa leben die Roma. Und machen die Franzosen damit? Die französischen Abgeordneten, denke ich schon. Hier im Europaparlament. Ihr ja, die Präsident. Regierung ist natürlich sehr strong in dieser Frage. Und ich glaube aber, dass vom Europäischen Parlament der Druck aufgemacht werden muss, sodass dann auch im Rat die Möglichkeit erhöht wird, die Dinge auch umzusetzen. Und da ist ja dann Frankreich mit im Boot. Und Frankreich hat ja vom Europäischen Parlament eine Ohrfeige erteilt bekommen, als die Freizügigkeit der Roma verletzt wurde. Da hat sich der Präsident aber nur einmal kurz geschüttelt, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, er muss aber trotzdem seine Gesetze ändern und die Freizügigkeitsrichtlinie umsetzen. Er kommt ehrlicherweise also nicht herum um das Problem. Und das gefällt ihm gar nicht. Und ein bisschen stolz bin ich schon. Wir sind das einzige Parlament der Welt, das diese Ohrfeige erteilt hat. Und das ist doch auch mal was. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie sich da freuen. Natürlich. Wenn er das macht. Ich habe neulich in Ihrer Pressemitteilung gelesen, Kohäsionspolitik. Da habe ich mich gefragt, was ist das denn? Das, glaube ich, können die wenigsten Deutschen was damit anfangen. Ja, das muss man was immer bedeutet erklären. Kohäsionspolitik? Ist auch die Frage, haben Sie wahrscheinlich hier im Wahlkreis auch ständig, nicht? Also zuerst habe ich mich das auch gefragt. Ja, Kohäsion heißt ja dann Zusammenhalt. Dann bin ich ja zufrieden. Heißt ja Zusammenhalt. Ja. Ist ja auch okay. Es gibt einen wirtschaftlichen, sozialen, territorialen Zusammenhalt. Zusammenhalt in der EU. Also wir kritisieren auf der einen Seite als Linke die Innenpolitik sehr der EU, aber wir unterstützen sehr vor allem auch diese Kohäsionspolitik, Zusammenhaltspolitik, die darauf Einfluss nimmt, die Strukturen in den Regionen zu fördern, Struktur- und Regionalpolitik also zu fördern. Und da sind wir beim großen Stichwort Fördermittel. Also zum Beispiel die ostdeutschen Länder wie Main-Sachsen, in dem ich lebe, haben natürlich sehr stark von diesen Mitteln der Europäischen Union, ESF-Mittel, EFRE-Mittel, also Mittel, die Beschäftigung fördern, Wirtschaft, Technologie fördern, gelebt und sind unterstützt worden. Wir haben eine Infrastruktur damit auch wesentlich aufbauen können. Was die Westler immer neidisch gemacht hat. Die Westler haben auch profitiert. Sie haben nur nicht in der Breite profitiert wie die stark benachteiligten Ostländer, aber auch in der Wettbewerbsfähigkeit. Kleinere und mittlere Unternehmen, aber auch größere Unternehmen können EFRE-Mittel erhalten. Und das sind nicht wenige, die Deutschland akquiriert hat im Westen. Und das soll auch so sein. Auch die Grenzgebiete gehören noch dazu. Es gibt also verschiedene Kategorien der Förderung. Einmal die Höchstförderung in den besonders schwachen Regionen, dann in den stärkeren Regionen die Wirtschaftsförderung und dann die Grenzregionenförderung. Und das ist natürlich also auch besonders wichtig. Also Kohäsionspolitik heißt eigentlich, so lange fördern, bis alle
so in etwa auf gleichem Standard sind? Um auszugleichen, ja. Um Benachteiligungen zwischen den Regionen herbeizuführen. Das ist ja keine, wie soll ich sagen, Beziehung zwischen EU und Mitgliedstaat, mhm. sondern zwischen EU und den 271 Regionen, die es in der Europäischen Union gibt. Und dadurch kann sehr konkrete Förderung vorgenommen werden, die der Mitgliedstaat häufig gar nicht betreibt. Also wir zum Beispiel haben große Vorteile. Wir haben eine Infrastruktur aufgebaut in Sachsen, die auch eine gewisse Unabhängigkeit von dem, was der Mitgliedstaat will, haben konnte. Und deswegen möchten wir daran auch weiter anknüpfen. Werden denn noch deutsche Regionen gefördert im Rahmen dieser Kohäsionspolitik? Oder sind wir inzwischen so weit angeglichen, die neuen Länder an die alten Länder, dass man sagt, wir brauchen keine europäischen Fördergelder mehr? Das werden Sie wahrscheinlich sagen, kann nie genug sein. Ja, natürlich. Wer soll das denn nicht sagen in dem Fall? Ja? Es ist natürlich so, dass wir zum einen das Bruttoinlandsprodukt, also das, was den Wachstum einer Volkswirtschaft ausmacht, deutlich angestiegen sind in den ostdeutschen Ländern. Das ist also gewachsen, das ist gut so. Zum Teil also tatsächlich durch wirtschaftliche Verbesserung. Aber zugleich sind ja auch viele neue Länder hinzugekommen, die ein ganz niedriges Bruttoinlandsprodukt haben. Und dadurch hat sich der statistische Effekt herausgebildet, dass insgesamt natürlich das Bruttoinlandsprodukt niedriger geworden ist. Und es gibt eine Grenze, die sogenannte 75%-Grenze. Wer 75% des durchschnittlichen europäischen... Jetzt wird es so kompliziert, dass ich das nicht mehr verstehe. Doch, ja? Es ist ganz einfach. Wer also diese Grenze 75% überschreitet, kriegt nicht mehr die Höchstforderung. Gut. Bums. Und da sind wir natürlich... Drüber. Genau, da sind wir beide. Deswegen kriegen wir kein Geld mehr. Aber dank Ihrer Hilfe im Europäischen Parlament haben wir schon weniger viel gekriegt. Geld. Ja, weniger Geld. Ja, gut. Aber immerhin hat es funktioniert. Ich bedanke mich bei Ihnen, Cornelia Ernst. Sie sitzen für die Linkspartei im Europäischen Parlament, waren Landesvorsitzender der Linken in Sachsen. Und ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie eine Sendung noch mal ansehen wollen, bitte gerne im Netz auf www.capitalbeat.de und sonst jeden Samstagnachmittag. Bis nächste Woche und tschüss.